Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, wir gehen auf großes Weihnachtsabenteuer. Weihnachtsabenteuer? Ja, wir gehen auf große Schiffsfahrt. Ja, da hast du recht. Das hast du gesagt. Ja, und wir erleben Abenteuer und gucken, ob Piraten auch Weihnachten feiern. Ja, da hast du recht. Ich habe mich extra so angezogen wie ein Pirat. Ja, du siehst ganz schön lustig aus. Okay, so, jetzt werden wir gleich lossegeln. Es werden wunderbare Abenteuer uns erwarten. Hoffentlich sind wir bis Weihnachten wieder zu Hause. Ach, sicher. Für Essen ist auch gesorgt. Haben wir schon was gefangen? Ja, ein Fisch und eine Flaschenpost. Ein Fisch und eine Flaschenpost? Ja. Den Fisch mag ich ja wohl essen, aber Zera, eine Post kommt nicht in der Flasche. Wieso nicht? Weil die kommt in den Briefkasten am Haus, die Post stellt die zu oder DHL oder wer auch immer. Nicht zu fassen, die bringen die Post vorbei und die kommt nicht in der Flasche? Nein. Dann bist du die rühmliche Ausnahme. Ich hole jetzt den Fisch rein, damit der uns nicht wieder wegdümpelt, damit ich was zu essen habe heute Abend. Oh, wir haben einen. Da ist ja wirklich eine Flasche. Oh, mal reinholen. Oh, da ist ein Brief drin. Tatsächlich. Wer schreibt mir wohl? Deine Oma? Was soll meine Oma mir denn schreiben? Zieh auf hoher See eine warme Unterhose an. Da kriegst du keinen Schnupfen. Ach so, Quatsch. Also, helf mir mal. Ja, ich helf dir. Oh, was ist? Der stinkt. Wie, die Flasche? Nein, der Brief. Ach so, Igitt, die müffelt. Ja, richtig, der Brief müffelt. Du, guck mal, wie alt der schon aussieht. Der ist bestimmt ganz schön lange unterwegs. Ja. Ganz braun, das Papier. Helf mir doch mal, anstatt immer zu quatschen. So. Ih, schmeckt nicht. Ja, du sollst das ja auch nicht essen. Guck mal, da sind ganz viele Bilder drauf. Cool. Ja. Lies doch mal vor. Oh. Mensch, Zera. Was ist los? Du kannst doch nicht immer deine Rübe davor halten. Wie soll ich denn dann lesen, was in dem Brief steht? Ach so, ich wollte mir die Bilder angucken. Na, guck mal in die Kamera. Guck. Okay, ich lese vor. Schatzkarte. Ja! Oh. Warum schreist du mir denn so ins Ohr? Weil ich mich erschrocken habe. Eine Schatzkarte. Ja, nicht schreien. Vom, kann man kaum lesen, Piraten. Ja, oh, mein Ohr. Vom Piraten, eine echte Piratenschatzkarte. Schatzkarte vom Piraten. Schwarzbart. Oh, Mann, du kommst gleich auf die andere Seite. Ich hab schon Ohrenpiepen. Das ist spannend. Vom Piraten Schwarzbart. Was war das denn für ein Pirat? Der ist schon ein paar hundert Jahre tot. Aha. Ja, der ist über die sieben Weltmeere geschippert. Quatsch. Aha. Guck mal, da ist eine Insel. Jo, da ist eine richtige Insel drauf gemalt. Oh. Was ist los? Da ist er beerdigt. Nee, Zera, da ist er doch nicht beerdigt. Doch, da ist ein Kreuz. Und da, wo ein Kreuz ist, ist er beerdigt. Und die hat extra die Flaschenpost vorher losgeschickt, damit alle ihn besuchen können. Quatsch. Also, ich vermute, da ist der Schatz vergraben.
Echt? Der Weihnachtsschatz? Ja, das wäre ja cool, wa? Wir beide so auf große Piratenfahrt. Ja, aber das wird nicht gehen. Warum nicht? Du bist kein echter Pirat, du hast dich nur verkleidet. Ja, und wo ist dann das Problem? Nur echte Piraten dürfen einen Piratenschatz heben. Aha. Und wie wird man echter Pirat? Ja, da fragt den Piraten Schwarzbart. Aber du hast doch gesagt, der ist schon ein paar hundert Jahre tot. Ja, da musst du ihn aufmalen. Aha, ich muss den aufmalen. Ja, und wenn du den aufgemalt hast, dann musst du den fragen. Du spinnst. Nein, das stimmt wirklich. Ich habe eine Tafel mit und da kannst du den draufmalen. Und dann frage ich den und dann sagt er mir, wie man echter Pirat wird? Ja, und dann machst du das und dann bist du ein richtiger Pirat. Ist ja cool. Mach ich. Ja, und ich leg mich so lange hin. Wieso legst du dich denn jetzt hin? Ich bin noch müde. Okay, ich mach wieder die ganze Arbeit. Dann legst du dich so lange hier in den Koffer, schlaf ein bisschen. Und das lege ich erstmal weg, damit wir hier auch gleich unseren Weihnachtsschatz finden. Also du sagst, ich soll hier die Tafel nehmen? Ja. Und da soll ich den Piraten draufmalen? Ja. Okay. Weck mich aber. Ja, ich weck dich, wenn es soweit ist. Du, ich mach mal aber noch einen Lappen hin, ne? Wenn das mal schief geht, damit ich den wieder wegwischen kann. So, also sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ich soll jetzt hier einen Piraten aufmalen. Also ich versuche das mal. Ich kann nicht besonders gut malen. Also so, ich male auch nur den Kopf, ne? Das reicht ja. Der soll uns ja nur was erzählen. Brauchen wir ja keine Beine. Nachher rennt er noch hinter uns her. So stelle ich mir einen Piraten vor. So, das sind die Ohren. Hier sind die Augen. So, die Nase. Und der Mund. So, der guckt sich ja bestimmt ein bisschen grimmig, ne? Weil so Piraten, die haben ja immer so Narben, ne? Vom Kampf. Und die können sich auch nicht ständig rasieren. Deswegen haben die so ein Stoppelbart immer. So, dann hatte der auch Augenbrauen. So, und dann hatte der auch so eine Piratenkäppi. So, das reicht, ne? Sieht er ja noch ein bisschen blind aus. Der braucht noch Pupillen. So, Moment, die müssen wir noch malen. Eine dicke schwarze und noch eine dicke schwarze Pupille. So, das muss reichen. Also so ungefähr sah der aus, stelle ich mir den Piraten Schwarzbart vor. So, das brauchen wir nicht mehr. Okay, so, also Zera hat gesagt, ich soll den jetzt fragen. So ein Quatsch. Habt ihr schon mal ein Bild gemalt und dann hat euch das geantwortet? Also, was soll ich den denn fragen? Wie es ihm heute geht? Lieber nicht, ne? Ich frage den einfach, wie man Pirat wird. Du, Pirat Schwarzbart, kannst du mir sagen, ich komme mir irgendwie ein bisschen bescheuert vor, kannst du mir sagen, wie man ein richtiger Pirat wird? Ja, klar. Hat der geantwortet? Das habe ich mir eingebildet, ne? Also, ich frage lieber nochmal. Vielleicht sollte ich anders fragen. Pirat Schwarzbart, weißt du, wie man eine Piratenprüfung macht? Natürlich. Das scheint zu funktionieren. Ich frage nochmal. Was muss ich denn dafür tun? Das Wichtigste auf dem Schiff herbeizaubern, dass es nie alle wird. Wichtigste auf dem Schiff? Ah ja, okay, da denke ich gleich mal drüber nach. Und ist das die einzigste Prüfung? Und dann musst du Schwerter herbeizaubern, um dich zu verteidigen. Ich muss Schwerter herbeizaubern? Da kriege ich auch hin. Das ist es? Ja. Ja, das ist ja cool. Dann vielen Dank. Ich mach dich mal lieber weg. Nein. Doch, jetzt bist du weg. So. Pirat Schwarzbart kommt wieder weg. Also, das hat ja wirklich funktioniert. Zera, ich weiß Bescheid. Zera? Komm, steh mal auf.
Natürlich, natürlich, ich bin ja schon da. Hast du Bescheid gekriegt? Hast du gemalt? Ja, ja, du stell mal vor, ich habe da so einen Kopf gemalt mit einem Piraten drauf und du, der hat mir wirklich geantwortet. Habe ich dir doch gesagt. Mache ich demnächst immer so. Okay, so, also, als erstes sollen wir das herbeizaubern, was besonders wichtig auf dem Schiff ist, dass das nie alle wird. Aha, was ist das denn? Ja, das hat er nicht gesagt. Ja, was brauchen wir denn unbedingt? Weißt du was? Wir brauchen Wasser. Nee, das brauchen wir nicht. Da haben wir genug drumherum ums Schiff. Ja, aber das können wir doch nicht trinken. Das ist doch salzig. Ach so. Und du meinst, wenn wir jetzt Wasser herbeizaubern, immer wieder, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir Piraten. Naja, fast. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, aber wir fangen damit mal an. So, pass auf. Ich habe hier einen Eimer und ich habe schon ein bisschen Wasser da drinne. Sollte ich da drin baden? Nein, sollst du nicht. Ich stell das mal da drauf. So, könnt ihr besser gucken. So, jetzt habe ich hier einen Krug. Da ist noch Wasser drin. Ja, aber nicht wegkippen. Wir brauchen doch was, wenn wir jetzt auf hohe See fahren. Auf den können wir wieder da hinstellen. So, ja, aber wir sollen ja Neues herbeizaubern. Okay, dann kipp das aus. Ich plansch gleich. Ja, okay. Ich kipp das da rein. So. Ist alle. Jetzt haben wir kein Wasser mehr. Wir müssen verdursten, wenn das nicht klappt. Wir haben das im Eimer noch. Okay, wir müssen welches herbeizaubern. Ja, wir versuchen das. Helf mir. Abracadabra. Simsalabim. Es ist jetzt wieder Wasser in dem Krug drin. Hex, Hex. Meinst du, dass das funktioniert hat? Das lässt sich schnell feststellen. Wir kippen den Krug um. Okay, sag mir Bescheid, ob es geklappt hat. Ja, da kommt Wasser. Boah, super. Zera, das hat funktioniert. Einmal noch. Einmal noch, okay. Einmal, ein Versuch haben wir noch. Aber dann hören wir erstmal auf. Ja, wir brauchen ja noch mehr Wasser. Wir können ja jetzt immer wieder welches herbeizaubern. Ja, genau. Also, ich fange jetzt an. Abracadabra, simsalabim. Es ist jetzt wieder Wasser in dem Krug drin. Hex, Hex. Freue mich, ob das geklappt hat. Ja, Zera, da ist schon wieder Wasser drin. Ja, du, wir haben die erste Prüfung geschafft. Wir sind auf dem Weg, richtige Piraten zu werden. Wow. Wieso müssen wir denn noch mehr schaffen? Ja. Wieso, was denn? Der will Schwerter haben. Ja, das ist doch ganz einfach. Gehen wir los und kaufen welche. Boah, wir sollen die herzaubern. Na gut, dann hol mal die Röhre und da zaubern wir welche rein. Meinst hier in die leere Röhre? Die ist nicht leer. Ja, hast recht, da sind Tücher drin. Ein orangenes. Ein grünes. Und ein gelbes Tuch. Haha. Jetzt ist sie leer. Ja, hol mal raus. Ach so, du meinst, ich soll die rote hochheben? So. Leer. Da ist noch eine gelbe. Ja, ich sehe es. Und dann? Hebe ich die gelbe hoch. Leer. Da ist noch eine durchsichtige. Ja, aber in der durchsichtigen ist nichts. Nee, die ist leer. Ja, sehe ich auch. So, und da stopfen wir jetzt die Tücher rein. Ja, okay. Erst das gelbe. So, nicht, dass wir hier umwerfen. Dann das orangene. Ja. Und dann das grüne. Sehr gut. Und jetzt? Als erstes die gelbe Röhre da drüber. Aha, die gelbe Röhre. So. Und jetzt? Die rote Röhre. Aha, die rote Röhre. Gut, die rote Röhre da drüber. Was du alle machst hier. Und jetzt? Den Zauberspruch gesagt. Da liegen drei Tücher drin. Die machen wir jetzt zu Schwertern. Aha, okay. Abracadabra, simsalabim, es liegen viele Schwerter in der Röhre drin. Hex, Hex. Das funktioniert. Guck doch rein. Ist die
rote Röhre hoch. Dann die gelbe Röhre hoch. Genau. Und oh! Zera, was hast du denn herbeigezaubert? Luftballons? Was sollen wir denn mit Luftballons? Schwerter machen? Ja, wie cool ist das denn? Geh mal eben in den Koffer. Schon wieder? Ja, ich muss doch die Hand frei haben. Setz dich mal hier kurz hin und warte. So, ich mache jetzt ganz schnell ein Schwert. Nehmen wir mal hier so ein rotes, ne? So, dann haben wir es nämlich gleich geschafft. Und dann sind wir richtige Piraten. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann können wir endlich auf große Weihnachtspiratenfahrt gehen und gucken, ob Piraten auch Weihnachten feiern. Haha, Zera, ich habe ein Schwert. Komm mal. Das ging aber schnell. Ja, ich habe mich ja auch beeilt. Ich will ja endlich losfahren. Guck, ein Schwert haben wir. Und wenn wir angegriffen werden, können wir ganz viele Schwerter machen. Das ist ja super. Dann wünschen Meli und Zera euch noch eine ganz tolle Adventszeit und Weihnachtszeit und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.